Einen wunderschönen guten Morgen aus dem schönen Kühlungsborn wünschen die Seenotretter. Meine Damen und Herren, wie Sie voriges Jahr ja einen Einblick von unserer Seenotrettungsstation, der Heimat der Seenotretter und deren Geschichte bekommen haben, wollen wir dieses Jahr Ihnen einen kleinen Einblick in unsere praktische Arbeit geben. Wir befinden uns hier im Bootshafen Kühlungsborn, der vor 18 Jahren entstanden ist. Vor 18 Jahren ist dann bei Fastfertigstellung des Hafens das Rettungsboot Volterra als erstes Boot in diesen Hafen eingelaufen. Das Rettungsboot Volterra war ein 9,5 Meter Boot und ist von unserem Freund und Sponsor Hubertus Altgeld voll finanziert worden. Hubertus Altgeld, ein alter Seemann aus Wilhelmshaven, wollte mit der Volterra seine verstorbene Mutter, die bei einem Seeunfall ums Leben gekommen ist, ehren. In Folge wollte Hubertus dann seine Eltern vereint in Rettungsbooten sehen und hat dann das 10,1 Meter Seenotrettungsboot Konrad Otto finanziert und ehrte mit diesem Namen seinen Vater. Konrad Otto ist jetzt hier unser Einsatzboot, wird betrieben von insgesamt 10 Besatzungsmitgliedern, wobei im Normalfall 3 Seenotretter für die Einsatzbewältigung ausreichend sind. Das Boot, wie gesagt, 10,1 Meter lang, hat 95 cm Tiefgang, also auch gut für Flachwasser und Bergung von der Küste geeignet und wird angetrieben mit 350 PS Cummins Dieselmotor. So, wir werden nachher im Laufe des Films noch ein bisschen auf die Technik eingehen. Jetzt stellt sich natürlich die wichtigste Frage oder die beiden wichtigsten Fragen: Wie kommt ein Einsatz zustande? Wie weiß unsere Seenotleitung in Bremen, das MRCC, Maritime Rescue Coordination Center, das, was passiert ist? In der Regel oder bei den meisten Fällen kriegt die Seenotleitung Informationen von anderen Wassersportlern bzw. von irgendwelchen Strandurlaubern, die den Wassersport ja auch beobachten. Kluge Köpfe bei uns haben sich hingesetzt und haben im Zuge der Zeit, da jeder ja ein voll funktionsfähiges Handy besitzt, eine Rettungs-App entwickelt. Diese Rettungs-App beinhaltet alle Daten, wenn man sie eingibt, wohin man fahren will, was man machen möchte. Und die hat eben auch diesen Notknopf. Ist irgendwas passiert, drückt man auf den Knopf. Und die Seenotleitung hat sofort Position von dem Verunfallten. Aber da gehen wir nachher noch näher drauf ein, weil wir in einem kleinen praktischen Fall Ihnen das auch mal schildern wollen. Wichtig ist, jetzt haben wir ein Boot, jetzt haben wir eine Rettungs-App. Das Allerwichtigste fehlt, die Seenotretter. Wie kommen die Seenotretter jetzt zum Boot? Sie müssen alarmiert werden, da es ja alles Freiwillige sind, die irgendwo ihrer Arbeit nachgehen. Und da sind die dollsten Sachen von früher an gesehen passiert. Sie wurden mit lautem Knall mit Mörsern alarmiert, über Festnetztelefone, auch Mann zu Mann, Haus zu Haus Besuche, um die Leute zur Einsatzstelle zu kriegen. Bis hin zu irgendwelchen Piepern, die zusätzlich mitgeschleppt werden mussten. Da ja jeder ein Handy hat, wird eine Alarmauslösung nach Bekanntwerden eines Unfalls von der Seenotleitung über Knopfdruck an die jeweilige Rettungsstation ausgelöst. Jeder einzelne Rettungsmann kriegt einen gesonderten Alarmton auf seinem Handy und eine in Sekundenschnelle eine Mitteilung, worum es sich handelt. Und er selbst kann mit Tastenkombinationen kundtun, wann er kommt,
wie schnell er kommt, ob er überhaupt kommt, sodass der Einsatzleiter, sprich der Vormann oder der Bootsführer, genau Bescheid weiß, schon im Vorfeld, mit welchen Leuten und mit wie vielen er es zu tun kriegt. Eine ganz wunderbare Sache, die auf allen freiwilligen Stationen jetzt schon Anwendung gefunden hat und sich sehr, sehr gut bewährt hat. Das soll jetzt im Vorfeld einmal alles gewesen sein. Wir werden nachher noch auf gewisse Details eingehen. Jetzt wollen wir doch mal hören, was so passiert, denn nach meiner jetzigen Kenntnis ist auf der Ostsee ein Angelboot in Brand geraten. Diese Angler haben vernünftigerweise eine Rettungs-App sich runtergeladen, schon im Vorfeld, und konnten ihren Notfall der Seenotleitung kundtun. Die wiederum hat den eben von mir erklärten Alarm über Alarmruf 24 ausgelöst. Und nun müssten hier bald die Rettungsleute aufschlagen. Wir werden sehen, was dann so passiert. Ach ja, und da sind sie schon im Anmarsch mit Manpower und wir lauschen jetzt ihren Aktivitäten. Wir haben jetzt von der Seenotleitung über unsere Alarmruf 24 eine Position erhalten von den Havaristen. Wir geben die jetzt in unseren Plotter ein. So. Und jetzt könnte sogar der Autopilot uns dahin bringen, aber faul sind wir ja auch nicht. Wir fahren selber mit der Hand. Bisschen was Seemännisch wollen wir auch machen. Ja, wir können jetzt starten. Wir melden uns jetzt ab in unsere Seenotleitung, damit die wissen, dass wir den Einsatz beginnen. Dazu haben wir eine SARCOM-Anlage. Das heißt, es arbeitet auf Kanal 0. Das ist unser Privatkanal, auf dem wir alle arbeiten untereinander und auch mit der Seenotleitung koordinieren können, ohne dass andere uns funkmäßig stören. MRCC Bremen, MRCC Bremen. Rettungsboot Konrad Otto meldet sich ab. Um 9.48 Uhr mit Kurs auf Havarieposition. So, und schon sind wir bereit und wollen dem Seenoteinsatz beikommen. Thank you.
sieht, hat sich die Situation ganz schnell geändert. Der Havarist, sprich das brennende Angelboot, ist leider gesunken, sodass die beiden Angler unsere vorab genannte Rettungs-App benutzt haben. Gott sei Dank haben sie sie gehabt. Diese Rettungs-App beinhaltet bei dem Druck der Nottaste die Position, die sofort in der Seenotleitung aufschlägt über GPS und die Seenotleitung nach der Alarmauslösung unseres Alarm-24-Systems, was ich eingangs erklärte, das Rettungsboot sofort auf die Unfallposition schicken kann. Wir haben hier an Bord einen Notfallrucksack, der ähnlich bestückt ist wie der Notfallkoffer in einem RTW. Unser Mediziner, der Christoph, wird den Vitalcheck jetzt vornehmen. Das ist das Erste, was wir in jedem Fall mit allen Patienten machen. Da wird die Sauerstoffsättigung gemessen, der Blutdruck, die Temperatur, die Atmung, die Ansprechbarkeit, alles, was eben dazu gehört, um sich einen ersten Eindruck über den Patientenzustand zu machen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hoffe, Sie haben einen kleinen Einblick in unsere Arbeit mit nach Hause nehmen können. Natürlich ist die Arbeit der Seenotretter wesentlich vielfältiger. Da könnten wir hier den ganzen Tag filmen, aber auch unsere Zeit ist begrenzt und wir wollen Sie auch nicht langweilen. Wie Sie sehen, haben wir hier in unserem Boot eine wahnsinnige Technik. Man gibt uns von Bremen nur das Beste in die Hand, um vernünftige Seenotrettungseinsätze durchführen zu können. Das kostet natürlich viel Geld. Und an dieser Stelle sei einmal gesagt, wir bedanken uns auch im Namen unserer Gesellschaft bei Ihnen für Ihre Treue, für Ihre Förderung, für Ihre Spenden. Denn ohne Sie wäre dies gigantische Rettungswerk im Dienste des Lebens oder der Flagge der Menschlichkeit nicht möglich. Aber nicht nur wir allein arbeiten hier für die Schiffbrüchigen. Wir haben auch Partner. So wird unser Kameramann Ihnen nachher auch noch einblenden. Die RTWs, die Notärzte, die Hubschrauber. Und auch die Feuerwehr von Kühlungsborn, mit der wir sehr, sehr gut zusammenarbeiten, die uns im küstennahen Bereich bzw. am Strand bei irgendwelchen Suchen unterstützt. Ohne diese gemeinschaftliche Zusammenarbeit wäre das überhaupt nicht möglich. Und wenn es auf See mal ganz haarig und schwierig wird bei größeren Sachen, arbeiten wir natürlich mit unseren Freunden,
den Seenotrettern des Seenotkreuzers Arkona, 27 Meter groß, aus Warnemünde zusammen. Mit denen machen wir Ausbildung, mit denen trainieren wir. Und diese lieben, guten Leute sind an dieser Stelle von uns auch mal ganz herzlich gegrüßt. Wir fahren an die 50 Einsätze im Jahr. Das ist jetzt in den Corona-Zeit nicht ganz so viel gewesen, weil dann doch viele Wassersportler vorsichtig waren und zu Hause geblieben sind. Jetzt bei diesen Lockerungen läuft das natürlich wieder schwer an, der Wassersport. Die Einsätze nehmen wieder zu. Und der Wassersport ist insgesamt ein unerschöpfliches Feld. Wir werden auch noch viel, viel zu tun bekommen in den nächsten Jahren. Vor allen Dingen auch, weil sich das Klima ein bisschen verändert hat, sodass Stürme und Unwettergebaren doch sehr, sehr plötzlich und schnell kommen, sodass auch der Kleinwassersport manchmal gar nicht in der Lage ist, so schnell, wie das Unwetter kommt, vom Wasser zu kommen. Bei Ihnen möchten wir uns bedanken für Ihre Aufmerksamkeit, möchten Ihnen alles, alles Gute wünschen, vor allem Gesundheit. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.